möchte jetzt nur nochmal auf die heutige Transformation kurz zu kommen. Was haben wir? Wir haben eigentlich drei wesentliche Faktoren, nämlich Konvergenz, das heißt unterschiedlichste Technologien, die zusammenkommen, Produktionstechnologien, Drucken, Kommunikationstechnologien, Biotechnologie und IT kommen zusammen. Und da passiert im Moment unheimlich viel. Ich habe mal ein paar Beispiele dort aufgeschrieben. Dadurch, dass die Dinge halt zusammenkommen, passiert was Neues. Es entsteht etwas Neues. Wir nennen das eben Emergenz. Und das muss natürlich notwendigerweise auch zu einer Transformation, zu einer Veränderung der Institutionen unserer Gesellschaft kommen. Und darüber werde ich gleich auch nochmal sprechen. An Institutionen und Kultur, da werde ich gleich auch nochmal drauf eingehen. Ja, ich habe ein Zitat eines zwei ehemaligen Professoren von mir in Wuppertal, und die haben das so schön gesagt, 1986. Die Informationswirtschaft ist der pointierteste Ausdruck der ökonomischen Entwicklungsgeschichte, die sich allerdings in ihrem Fortschreiten zu radikalisieren scheint. Die Situation radikalisiert sich. Das heißt, wir haben sozusagen eine Entwicklung von der Viertelindustrialisierung, und die würden sagen, es gibt gar keine dritte industrielle Revolution. Das ist ein Prozess, der jetzt sozusagen den Höhepunkt erreicht, immer wieder mit neuen Medien. Ich komme gleich nochmal drauf. Ja. Aber es ist eben keine neue Revolution, sondern es ist sozusagen die Vollendung eines Prozesses mit der Bruttoindustrialisierung begonnen. Noch ein paar ganz kurze Beispiele. Das ist ein kleiner Roboter, das ist ein lernender Roboter, Baxter. Und dieser Roboter, Sie sehen gleich, wenn er das jetzt sieht, hat er eine Falte. Und er erkennt, aha, da ist eine Falte drin. Und jetzt muss ich was mit dieser Falte tun, damit die Falte weg. Das Schöne an so einem Roboter ist ja, er wird nicht krank, er arbeitet langsam, gut, das mag sein. Er wird aber nicht krank, hat keinen Urlaub und vor allem ist nicht in der Gewerkschaft, was viele Unternehmer natürlich fordern. Ja, und eben dann autonome Systeme, das ist auch eine Entwicklung, auf die wir eben alle zufahren werden. Da müssen wir uns natürlich auch überlegen, wir haben gestern schon darüber passiert, was passiert eigentlich gerade, heute nochmal gelesen, eine aktuelle Prognose in den USA, dass 47% aller Jobs in irgendeiner Form robotisiert werden. 47%. Und da sind natürlich gerade eben zum Beispiel durch die autonomen Systeme Lastwagenfahrer, Busfahrer, Taxifahrer und so weiter ganz vorne mit dabei. Alles, was Logistik, Inhouse-Logistik ist, da wird sich eben ganz viel passieren. Und das sind natürlich Jobs, die den Boden dieser Gesellschaft überhaupt erstmal ermöglichen. Was würden wir denn eben genau mit diesen Leuten machen? Da müssen wir uns ernsthaft darüber Gedanken machen, die dann nicht mehr in Lohn und Brot sein können. Ja? Ich war nie ein großer Freund des Grundeinkommens. Also seit so einem halben Jahr bin ich inzwischen der Meinung, wir haben wahrscheinlich gar keine andere Möglichkeit, das zu machen, dass wir eben auf solche Lösungen uns bewegen. Ja, das ist zum Beispiel Printing. Ich hatte gerade von Solingen gesprochen. Ich habe mal irgendwann bei Mannesmann ein Praktikum gemacht und dann gab es also zwei Arten der Materialverarbeitung, nämlich spanabhebende Verfahren, also mit Schleifen oder Ähnliches und Fräsen zum Beispiel, oder es gab eben sparende verändernde Verfahren, also sprich, haben wir auch darauf umgeklappt. Und heute haben wir eben die additiven Verfahren, und da ist natürlich so, wenn Sie sich die ganze Automobilzulieferindustrie, Bergland, Karlsruhe, Ecke und so weiter anschauen, dann wird natürlich vieles von dem einfach verschwinden. Nicht alles, keine Frage, aber ein Großteil dessen wird eben, oder der Arbeitsplätze werden doch sich in den nächsten Jahren durchaus nicht mehr geben. Natürlich haben wir auch gute Seiten, weil das ist ein fantastisches Projekt. Das ist ein Open-Source-Projekt. Dort werden also 3D-gedruckte Gliedmaßen als Prothesen halt ins Netz gestellt, und ich brauche nur einen 3D-Drucker und kann das eben nachdrucken und habe eben statt einer 50.000 Euro künstlich in Hand, der Mercedes, der typischerweise in Deutschland gebaut wird, in Ruderstadt, und dann dafür eben so ein Ding fällt, das nur ein paar Dollar kostet. Damit kann ich natürlich ganz andere Märkte erreichen. Das wird aber diesen ganzen Markt natürlich massiv verändern. Ja, also überlegen Sie sich, heute ist ja so Ruderstadt, glaube ich, die Hochburg überhaupt der Prothesenherstellung. Ja, und das wird natürlich diese Stadt auch wieder verändern. Also Transformation, damit, um da wieder zu sein. Das ist ein sehr schönes Beispiel aus der Biotechnologie. Das ist der GFP-Bunny, also der grüne fluoreszierende Hase, was damit gemacht worden ist. Das ist ein Künstler, Eduardo Kac aus Brasilien.
Und der hat also den Fötus dieses Kaninchens genmanipuliert und hat dem ein Qualmgen im Biolabor einsetzen lassen und dieses Häschen leuchtet. Und er deklariert das als Kunst. Also, und das bringt mich zu einem Zitat, was ich gestern noch gelesen habe. Der Homo sapiens wird aufgeteilt werden in der Hand von Götter und den Rest von uns. Und einfach mal drüber nachdenken, Szenario. Ja, ich sage nicht, dass es so sein muss, aber was müssen wir tun, damit dieses Szenario nicht eintrifft? Das ist die spannende Frage. Und ich glaube, die Entscheidung müssen wir heute treffen. Und das ist schwierig. Ohne, ich sage auch gleichzeitig, was hat mein Urgroßvater den Maschinensturm gebracht? Gar nichts. Ja, der ist hinterher sogar von politischen Gegnern umgebracht worden. Aber es ist eben, wir müssen eben, wenn wir den Bus, in dem wir sitzen, nicht anhalten können, müssen wir uns auf den Fahrersitz setzen. Das ist das Entscheidende. Wir müssen auf den Fahrersitz. Und das ist eigentlich das, was ich hier als Message halt mitgeben möchte. Vielleicht nochmal als Treiber die Rationalisierung. Zuerst haben wir die Kraft mit dem mechanischen Webstuhl, dann haben wir den Prozess, das erste Fließband in Cincinnati im Schlachthof. Dann die Logik, der programmierbare Controller, dann Kommunikation, Netscape 1989 kam dann. Dann haben wir Adaptivität, Facebook, Apps, die sich an uns anpassen. Ja, wir brauchen keine Tastatur mehr im iPhone, sondern die Tastatur passt sich unseren Bedürfnissen in dem Moment an. Dann eben die Autonomie kommt dazu. Ja, und letztlich, was kann echt übrig bleiben? Ist es nur noch diese sich selbst bezweckende Kapitalbewegung, die Karl Marx mal vorausgesagt hat? Dass es nur noch darum geht, dass Kapital in Bewegung bleibt. Ein Szenario, ein mögliches Szenario, über das man mal nachdenken sollte. Ja, das sind so mal, meine Studenten nennen das immer weg als Innovationsgesetze. Das will ich nur mal hier zwischenschieben. Lass es übrigens, ich habe als Student einen Segelschein gemacht auf so einem 15-Meter-Schiff. Da war so ein Navigationssystem, Decker. Das ist ein Philips-Navigationssystem. 70er Jahre, Ende 70er Jahre habe ich einen Segelschein gemacht, da haben wir sowas noch. Ja? Heute habe ich das in der Tasche. Aber es ist wirklich mal so mal zu sehen, wie sich die Technologie da verändert. Und wichtig ist immer, dass eben Innovation heißt immer, unter neuen Umweltbedingungen bekomme ich neue Fähigkeiten. Die Welt verändert sich, manchmal sehr ruckartig. Und ich muss sozusagen neue Fähigkeiten entwickeln, um mich in dieser Welt bewegen zu können. Das ist Innovation. Das Zweite ist natürlich, jede Innovation führt wieder zu neuen Problemen. Als das Auto erfunden worden ist, war man froh, dass man keinen Federmist mehr in der Stadt hatte. Ja, dafür haben wir heute neue Probleme. Jede Innovation, ein Windrad ist kein Problem, aber ein Windrad hochgradig skaliert in der Landschaft kann durchaus ein Problem sein. Über solche Dinge einfach mal nachzudenken. Ja, also Skalierung spielt natürlich auch. Und in dem Moment, wo es die Innovation durchsetzt, wird sie erst zum Problem. Nicht, wenn es eins ist, wenn es in der Masse ist. Dann, alle Technologien sind Technologien des Übergangs zu neuen Technologien. Also wenn wir heute MyTaxi oder Uber haben, dann ist das ja immer nur wieder, kann ja immer wieder einen Schritt weiter gedacht werden. Ja? Also heute ist ja so, wenn ich MyTaxi benutze, was heute, sag ich mal, in Deutschland Stand der Dinge ist, ja, dann drücke ich halt auf den Knopf und dann kommt das Taxi angefahren und mich ganz schnell in die Füße einklappen. Und dann, weil mir sonst das Taxi in die Füße fährt. Ja? Und natürlich, der nächste Schritt wird eben sein, ich drücke auf diese Taste und dann kommt ein Auto alleine, ohne Taxifahrer an. Und technisch, ich würde mal vermuten, 5 Jahre, länger wird das nicht dauern, bis das möglich ist. Tesla hat ja inzwischen die Technologie drin. Wenn ich heute Oberklasse Audi kaufe, ist die Technologie drin. Die ist nicht scharf geschaltet, die lernt im Moment. Also da werden wir eben eine ganze Menge noch sehen. Dann, bei allem, was möglich ist, arbeitet jemand an der Realisierung. Das GFP-Bonding ist für mich so ein schönes Beispiel dafür. Es ist möglich, also wird es gemacht. Ja, und dann setzen sich immer die Innovationen durch, die das höchste Rationalisierungspotenzial haben. Wie also, dass die dem Wirtschaftlichkeitsprinzip Genüge tun, nämlich entweder den Aufwand für ein gegebenes Ergebnis minimieren oder eben bei dem gegebenen Aufwand den Output maximieren. Oder das ist eine Skala. Die andere Skala ist natürlich auch den Lust, den Nutzen zu maximieren. Ja, also wir haben immer so, wir gehen zu Aldi, schnell, billig, einfach, aber gleichzeitig setzen wir uns vor Weihnachten, jetzt in dieser Jahreszeit, in den Flieger und fliegen nach New York, um ein paar Jeans zu kaufen. Ja, Lustmaximierung. Ja,
Ja, also das heißt, wir pendeln eigentlich immer auf diesen beiden Polen hin und her. Das Mitte, das funktioniert nicht. Gehen Sie mal in den Nebenschloss Lebenstadt, dann sehen Sie, dass Mitte nicht mehr funktioniert. Wir haben uns gestern noch so wunderbar darüber unterhalten. Es funktionieren nur diese beiden Pole. Und das ist auch ganz wichtig zu wissen. Also entweder Entertainment, Lust maximieren oder eben Kostenoptimierung. Ja, was ist diese Entwicklung? Unaufhaltsam, unumkehrbar. So, dann müssen wir uns mit. Also wir können den Bus nicht aufhalten und wir müssen uns auf den Fahrersitz setzen. Ja, ein paar Seiteneffekte. Was ich mir so überlegt habe, ich sah dieses Bild und wenn mitten im Netz eine Spinne sitzt, könnte das dann vielleicht eine Falle sein? Nur mal überlegen, könnte es eine Falle sein? So, das würde ich mal so als Frage im Raum stellen. Ja, wichtig immer, ich habe auf der einen Seite so in der Biologie, sagen wir mal, Phänotyp, das, was ich sehen kann, das sind die Symptome. Und wenn ich an den Symptomen herumdrehe, betreibe ich Symptomtherapie. Ja, das hilft mir aber in den Grundlagen nicht weiter. Oder ich kann eben den Genotyp angehen, kann also gucken, was ist eigentlich dahinter? Wie funktioniert das System eigentlich? Und das ist eigentlich ganz spannend. Und dann kann ich verstehen. Und dann kann ich, wenn ich denn negative Entwicklung haben sollte, eben auch therapeutisch noch eingreifen. Ja, und Doktor nicht nur an der Oberfläche. Ein schönes Beispiel habe ich neulich beim Aufräumen gefunden. Kennen Sie noch die Firma Agfa? Wenn Sie also jetzt hier aus dem Norden kommen, an der A3 gibt es so ein riesiges Hochregallager, so ein weißes, weil in der Nähe von auf Langenfeld. Und das war Agfa. Ja, ein Riesenlager, dann nach 11.200 Mitarbeiter. Ja, 2001 haben die gesagt, wir konzentrieren uns auf unser Kerngeschäft. Nasse Chemie. Ja, 2005 waren sie platt. Und dann kam irgendwann, mit wie vielen Mitarbeitern ist dann Instagram in die Börse gegangen, ich glaube 60 oder so hatten die, ja, gegen 11.200. Ein Vielfaches, die User. Muss natürlich auch sehen, ja, wofür steht Agfa heute? Apple, Google, Facebook, Amazon. Ja, das ist natürlich auch die Transformation, die passiert ist. Ja, die übernehmen heute diese Funktion, die früher wir die soziale Funktion, die das Fotografieren für uns hat, zum ja, oder mal so als Frage, wer von Ihnen hat mal in letzter Zeit mal ein richtiges Brot von einem Bäcker gegessen, was so richtig auf dem Holzofen ganz manuell gemacht worden ist? Hm. Ah, doch einige, ja gut, ja, Glücksbürger. Ja, aber fragst du bei einer anderen Community. Also, ich soll es nicht sehen, ich war in Holland, früher gab es immer den warmen Bäcker. Und dann war ich lange Zeit nicht mehr in Holland und dann war ich wieder in Holland und ich suchte meinen Partner. Es war nicht mehr da. Es gab nur noch rote Typen. Selbe Dänemark, genau dasselbe. Ja, also wir sind hier noch so ein bisschen auf einer Insel. Aber natürlich, wir haben einfach die Situation, dass wir eben zum Beispiel Bäckereien oder Fleischereien anbieten sich. Wir haben gerade die Diskussion über das Sterben der Spielwarengeschäfte. Denken Sie mal an Ihre eigene Kindheitsgründe, wie wichtig das war, mit den Eltern in die Stadt zu gehen und vor diesen Spielwarengeschäften zu stehen, wo da so Steiftätig nicken oder die Eisenbahn rumfuhr oder so. Das war ganz wichtig für uns. Und das ist natürlich auch eine kulturelle Funktion. Und die Leute, die keine Spielwaren mehr kaufen, gehen nicht mehr ins Café, kaufen keine Schuhe mehr und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben da auch vernetzte Systeme, die im Grunde genommen dadurch, dass sie an einer Stelle gestört werden oder an mehreren Stellen gestört werden, durchaus eben in eine Situation kommen, dort auch zu kollabieren, wie auch immer, oder System Shock nennen wir das auch. Auch das ist wieder ein Szenario, das auch gar nicht so unwahrscheinlich ist. Ja. Anderes Beispiel, Tourismusindustrie, hier aus einer österreichischen Wirtschaftszeitung. Statistisch haben wir einen wunderbaren Tourismusraum gehabt. Das Problem ist, die Betriebe in Österreich verdienen kein Geld mehr. Weil bis zu 35% der Umsätze an die Plattformen gehen. Ja, das ist also keine unrealistische Zeitweise. In Deutschland ist es etwas geringer. Aber wenn Sie überleben wollen, müssen Sie in einer der Plattformen sein, bei denen alle über Hotel.com, über Booking.com oder was es da alles so gibt. Ja. Und natürlich, in dem Moment, wo ich die Marktmacht habe, kann ich den Preis bestimmen. Und dann wird es schwierig. Und das Problem ist, dass die Hotels nicht mehr investieren können. Ja, dass das natürlich auch wieder Folgen für Tourismus hat. Und natürlich, was wird passieren? Vielleicht wird Airbnb irgendwann nicht mehr die Firma sein, ohne Hotels und ohne eigene Betten, sondern die drücken den Preis so weit runter, bis es hier runter mal massiv zu kaufen. Auch das wäre ein strategisch sinnvolles Handeln.
Ja, das ist, ich war lange in der IT-Industrie, in einem Highlander-Markt. Highlander-Markt ist eigentlich so ein Markt, es kann eigentlich nur einen geben. Ja, es gibt meistens mal mehr als den einen. Und natürlich war es unsere Strategie, immer Marktanteile zu schaffen. Marktanteile, Marktanteile. Ich wurde nur nach Marktanteilen bezahlt, zum Beispiel über 5, 6 Jahre. Weil es ging darum, möglichst große Marktanteile, möglichst viele Kunden, möglichst viele Adressen in der Datei zu haben, um dann eben den Profit nach hinten zu schieben. Ganz andere Strategie als der deutsche Mittelständler, der von vorne anfängt. Ja, und im Moment klappt die Shannon Alice Riot, eine bekannte amerikanische Menschenrechtsanwältin in Uber, weil Uber, einerseits ein Uber-Fahrer verdient nichts, muss man ganz ehrlich sagen. Und das Schlimme ist, die sind zwar Freiberufler, werden aber wie kaum andere von Uber kontrolliert. Jeder Schritt, den die machen, jeder Weg, den die machen, wird kontrolliert, Feedbackschleifen und so weiter und so fort. Und die Leute werden eben entsprechend auch sanktioniert. Ja. Oder Amazon, wo sie natürlich die Situation haben, dass man inzwischen weiß, wo die Leute eben in der Fabrik sind. Ja. Wo hängt er sich gerade auf in dem Unternehmen? Ja. Dann kann man auch die Frage stellen, wie er vor der vom Klo zum Beispiel. Ja. Also einfach mal drüber nach, das auch mal nachzudenken. Und interessant, das habe ich in einem Parteiprogramm der FDP gefunden. Von 1971. Da steht drin, die Tendenz zur Akkumulation des privaten Kapitals in einem über Gewinnstreben und Marktnachfrage gesteuerten Wirtschaftssystem ebenso eigentümlich wie die Tendenzen zur Konzentration des privaten Eigentums an den Produktionsmitteln. Sie sind die Kehrseite der durch eben diese Mechanismen gesicherten Leistungsfähigkeit eines solchen Wirtschaftssystems. Das ist eben das Problem. Wir haben einfach Leistungsfähigkeit, die erkaufen wir uns zu etwas. Die Frage ist natürlich, wie hoch darf der Preis sein? So, da sollten wir uns dann mal Gedanken drüber zu machen. Und das ist mein Lieblingsphilosoph, Friedrich Albert Lange, war mal im Dunstkreis von Engels und Marx, kein Kommunist, meiner Meinung nach auch kein Sozialist, obwohl es in Wikipedia anders steht, sondern ein Sozialreformer. Und er sagte eben, dass die Lehre von der Harmonie der Interessen falsch ist. 1866 sagt er das. Ja, und zwar in Bezug auf Adam Smith, Invisible Hand und so weiter. Und er war damals schon Kritiker und er hat das damals eigentlich schon erkannt. Ja. Ich frage mich, warum wir in den 80er Jahren nicht daraus gelernt haben. Aber das ist eine andere Frage. Ja, und ich nehme hier nach Gridlock und Tragedy of the Anticons. Es gibt ein sehr schönes Buch von einem Herrn Harcourt, ein amerikanischer Rechtsjurist, und der schreibt, also immer dann, wenn ich zu wenig oder zu viel Eigentum habe, wird es problematisch. Er beschreibt das sehr schön hier am Tal des Rheins, dort gab es die Raubritterburgen. Und es gab also über mehrere Jahrhunderte, fand auf dem Rhein kein Handel statt, weil jeder Raubritter seine eigenen Zölle erheben konnte. Die andere Seite funktioniert auch nicht, kennen wir vom Kommunismus, funktioniert auch nicht. Ja? Sondern irgendwo ist es in der Mitte. Und ich nenne das immer Flux. Nach Harding ist eigentlich ein Ökologe, der sagt, nicht akkumulierende Bewegungen, ja, nicht akkumulierende Flussgrößen. Das ist eigentlich das, was uns weiterbringt. Es muss sich bewegen, aber es darf keine Haufen bilden, darf keine Senken geben, wo es reingeht. Und ich glaube, das ist eben die Lösung, die wir dann haben. Und das Problem ist natürlich, wir haben heute eine extreme Kapitalakkumulation. Ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber ich glaube, es war ungefähr so, dass 2010 288 Amerikaner das Eigentum der unteren Hälfte der Amerikaner hatte, das gleiche Eigentum. Und 2015 sind es nur noch 80. Also das heißt, wir haben eine extreme Kapitalakkumulation. Dann Kunden. Ich finde das immer so toll, dass gerade in der SEO-Szene und ähnliches, dass da immer über Kunden gesprochen wird. Leute, wir haben keine Kunden mehr. Die Kunden sind bei Amazon, die Kunden sind bei Google, weil die haben die Daten. Und wenn die uns von den Daten abknipsen, sind wir verloren. Ja, und das ist einfach der Punkt. Wir haben, meiner Meinung nach, das war jetzt eine harte These, die Kontrolle über unsere Kunden längst verloren, weil nämlich Amazon und andere einen Layer um den Kunden umgezogen haben. Nämlich die haben alle Daten des Kunden, die gehören denen, nicht uns. Ja?
Und dadurch haben wir längst die Kontrolle über unsere Kunden abgegeben. Und ich glaube, da müssen wir nochmal genau hinschauen. Und wenn Sie nochmal drüber nachdenken, die Telekom hat heute, behaupte ich mal, kaum noch Kunden, weil die sind längst bei Google, Apple und ähnlichem, bei den Abfass. Ja. Und natürlich auch Rechte, damit einfach ein Hinweis, wir haben das TRIPS-Abkommen, Mobile Runde 1994. Und das TRIPS-Abkommen hat das Urheberrecht neu geregelt. Ist im Prinzip von einer Handvoll, zwei Handvoll amerikanischen Firmen geschrieben worden. Kein deutsches Unternehmen zum Beispiel, kein europäisches Unternehmen dabei. Und dort sind die Copyright-Regelungen getroffen worden, dass man heute zum Beispiel eben Naturgüter, Brokkoli und solche Themen, ging ja schon durch die Presse, mit Urheberschutz versehen kann. Und wenn Sie sich jetzt einfach mal überlegen, nehmen wir das Beispiel, Sie können heute per 3D-Druck Häuser bauen. Mit verschiedenen Verfahren, zum Beispiel kommt so ein Truck an, hat zwei Arme, die er ausfährt, und dann fährt er so wie beim Tintenstrahldrucker, fährt der Schlitten hin und her, dann kommt dann so zwei Komponentenmaterial, der druckt dann Häuser. Was brauche ich dann? Ich brauche keine Arbeiter, die das machen, ja. Um es interessant mal zu sehen, was ist eigentlich unser Hauptkonjunkturindikator, Bauindustrie. Das zweite ist, ich brauche eigentlich nur einen Fahrer, der das Zeug nachfüllt. Und ich brauche ein Property Right, nämlich die Daten. In dem Moment, wo ich, wo ich diese Daten akkumulieren kann, zum Beispiel, ich denke jetzt so an Patent Trolls, zum Beispiel am Anfang mal drin, da sind wir ja erst am Anfang einer Entwicklung, die ja noch viel weitergehen wird. Das heißt, wenige halten ganz viele Patente, wenige Konzerne. Und für den kleinen Mittelständler, den wir in Deutschland immer noch zentral machen, wird das immer schwieriger. Wenn ich mich mit Mittelständlern darüber unterhalte, dann sagen die ja, Augen zu und durch, wenn nicht das Geld über Patente zu klagen, weil es einer dran kriegt, haben wir Pech gehabt. Ja? Das ist aber ein bisschen die Mentalität, weil natürlich da teilweise auch wirklich ganze zentrale Themen, Patentpools längst aufgebaut worden sind. Ja? Nur die Nutzung, das hängt immer so ein bisschen hinterher. Ja, ja, Spannungen. Jetzt möchte ich so ein bisschen auf Karl Polanyi eingehen. Karl Polanyi war ein ungarisch-österreichischer Ökonom, Sozialwissenschaftler, der in London lebte, Weggefährte von Peter Drucker, wobei sie sich in der Sache nicht immer einig waren, aber sie haben auch eng zusammengearbeitet. Und Polanyi hat immer gefragt, ja, wir haben also diese Entwicklung, Konzentrationsprozesse, die wir haben, warum führt das eigentlich nicht zur Katastrophe? Was passiert denn da eigentlich? Ja, eigentlich hätte das auch in ganz anderen Situationen und gleichzeitig haben wir eben auch ökonomische Verbesserungen, ohne Zweifel, gehabt. Und er spricht eben von einem Double Movement, einer doppelten Bewegung. Und auf der einen Seite sagt er, es gibt diese Selbstregulierung, die marktautonomen Prozesse, die wir haben, aber eben auf der anderen Seite auch der Selbstschutz der Gesellschaft. Und das, und die beiden prahlen aufeinander, ja, oder gehen auch teilweise zusammen an der Stelle. Und da möchte ich jetzt nochmal kurz drauf eingehen. Und zwar wichtig ist erstmal Institutionen. Also Institutionen, damit meinen wir jetzt nicht hier dieses Museum als Institution, sondern Institutionen sind einfach die Regeln, nach denen das gesellschaftliche Spiel gespielt wird. Oder das wirtschaftliche Spiel. Ein ganz breiter Begriff von Institutionen. Ja. The way we do it over here, ja, wie die Amerikaner sagen. Das ist eine Institution. Ja? Und da möchte ich eben nochmal kurz drauf eingehen. Und zwar, wir haben immer dieses Spannungsfeld Individuum und Gemeinschaft. Und das Individuum wird natürlich immer wieder versuchen, seine Interessen zu vertreten. Und die Gemeinschaft wird versuchen, Normen zu vertreten. Jetzt muss man sich so ein bisschen mal in die Menschheitsgeschichte, passt hier ganz gut der Platz dazu, mal zurückversetzen in der, wir sind alle evolutorisch, und die Evolution vergisst nicht, sind wir ja immer noch irgendwo die kleinen nackten Männchen, die Savanne ziehen. Und wir konnten als Individuum eigentlich nicht überleben. Wir haben keine Reißzähne, wir konnten nicht besonders schnell laufen, wir hatten keinen langen Hals wie eine Giraffe. Ja, also wir waren schlechtstmöglich ausgestattet. Das Einzige, was wir konnten kommunizieren. Und das ermöglichte uns zum Schneejagd. Der Jäger, der mit besonders starken Oberarm hatte und den Speer hatte, der lief vorne. Zwei Schritte vor dem lief dann noch der Kundschafter, der besonders gut sehen kann. Und das Fußvolk guckte sozusagen nach rechts und links und schützte den Jäger davor, dass er vom Segelzahntrieb übergefressen wird.
Das ist eigentlich das Schlimmste, was uns eigentlich passieren konnte, ist, dass wir aus der Gemeinschaft ausgeschlossen sind. Deswegen haben wir eigentlich evolutorisch in unseren Anlagen immer diese Gemeinschaft, ja, oder Gerhard Hütter würde sozusagen Belonging eben als ganz wichtiges Thema Zugehörigkeit, dass wir dazugehören. Das kennen Sie selber, weil also stellen Sie vor, Sie sind in so einer in der Savanne und auf einmal verlieren Sie Ihre Gruppe, Sie werden verloren gewesen. Sie werden vom Jäger zum Gejagten geworden. Dasselbe können Sie vielleicht auch so als Kind, kennen Sie dieses Spiel vielleicht, wenn Sie sind mit einer Gruppe und auf einmal laufen alle weg und Sie stehen allein da. Ganz furchtbares Gefühl. Ja, hat jedes Kind, glaube ich, fast jedes Kind schon mal mitgemacht. Und deswegen sind Gemeinschaften eben wichtig. Aber natürlich innerhalb der Gemeinschaft gibt es natürlich immer den, der das größere Stück Fleisch hat, der den besseren Schlafplatz hat und so weiter und so fort. Natürlich haben wir auch Wettbewerb. Es ist immer beides. Ja, und das muss auch wieder in einer Balance sein. Ja, und dann haben wir eben das Interesse in die Wahlselektion, wettbewerbsorientiert, profitorientiert, statusorientiert und so weiter. Und eben bei den Normen, da geht es eben um den Status des Einzelnen. Und bei den Normen geht es eben um das Überleben der Gruppe als Ganzes. Ja, da spielen eben zusammen die Sicherheit, Kohärenz, Kontinuität und so weiter eine Rolle. Und das ist immer ein Spannungsfeld. Und seit der industriellen Revolution kommt noch ein drittes dazu. Hallo. Nee, jetzt ist die Batterie nicht. Sorry. Kommt nicht noch ein drittes hinzu. Und zwar das Rationalprinzip, das technische Kalkül, das wir haben, das technisch-wirtschaftliche Kalkül, das eben eine Rolle spielt. Und auch hier haben wir immer wieder diese Spannungen, die wir verstehen müssen und mit denen wir auch dann umgehen müssen. Ja? Und aus diesen Institutionen, dann, wenn uns die Institutionen in Fleisch und Blut übergegangen sind, dann sprechen wir von Kultur. Es waren oft Regeln, die durchaus vernünftig waren. Warum isst man in südlichen Ländern kein Schweinefleisch? Natürlich, weil da Trichinose eine Rolle spielte, weil Schweinefleisch schnell verdorben ist und so weiter und so fort. Das heißt, aus diesen Institutionen, die durchaus gesellschaftlich vernünftig werden, wird dann irgendwann mal eine Kultur. Man tut das nicht, man macht das einfach nicht. Und Kultur ist immer dann, wenn uns irgendwas normal vorkommt, wenn uns etwas plausibel vorkommt, wenn etwas Sinn ergibt oder wenn wir es immer so tun, Routine. Ja? Und dann sprechen wir eben von Kultur. Und Kultur hat mehrere Funktionen, nämlich einerseits, sie ist von uns ein verteilter Wissensspeicher. Das heißt, es ist ein IT-Begriff Reuse von evolutorisch erfolgreichen Verhaltensweisen. Diese Verhaltensweisen, die sich in unserer Kultur breit gemacht haben, waren irgendwann mal für unsere Evolution erfolgreich. Und deswegen nutzen wir diese Aspekte wieder. Und eben auf der anderen Seite ein Resilienzmechanismus, der schützt eben auch die Kultur und deren Institutionen schützen eben die Gemeinschaft. Und wir sind jetzt eben in der Situation, dass wir innerhalb dieser kulturellen Rahmung auf der einen Seite so einen Bestätigungsdruck haben. Wir wollen unsere Kultur behalten und wir finden das gut so, weil es war sich für uns evolutorisch als sinnvoll erwiesen. Aber es gibt eben auf der anderen Seite auch Veränderungen an Aktionsdruck. Das heißt, Kultur ist nichts Statisches, Institutionen sind nichts Statisches, die verändern sich im Laufe der Zeit. Und dann müssen wir uns mal überlegen, was sind denn eigentlich die Agenten des Wandels, des Ausgleichs? Ja? Welche Strategien spielen da Rolle, Narrative und welche Praktiken? Und wenn wir uns darüber Gedanken machen, müssen wir uns mal über die strategischen Akteure. Ich will jetzt nur eine Gruppe rausnehmen, nämlich die Unternehmen, Gedanken machen. Und mein Kollege Rainer Frieden sagt so schön, Strategien sind kulturelle Angebote an die Gesellschaft. Das heißt, die Strategien der Unternehmen haben einen Einfluss auf unser kulturelles Handeln, über die Mechanismen, die ich eben erzählt habe. Ja? Moss, Steve Jobs und wer ist das? Zuckerberg. Ja, genau, Zuckerberg. So, also die Unternehmen haben eben einen kulturellen Einfluss auf unsere Gesellschaft. Und da muss man sich mal überlegen, welche Rolle spielt eigentlich Unternehmen in unserer Gesellschaft? Ich habe jetzt nur mal drei Beispiele, ich könnte noch mehr finden. Es gibt so die klassische neoliberale Perspektive, Milton Friedman ist das mal gesagt worden, the business of a business is to make business. Ja, da sind wir bei Amazon zum Beispiel tendenziell. Ja. Typisch eben für diesen klassischen Palo Alto-Kapitalismus. Die Frage der Nachhaltigkeit, also nicht Liquidation der Unternehmung als Unternehmenszweck. Brauereien, die ältesten Unternehmen in Deutschland sind Brauereien,
teilweise um das Jahr 1050 rum gegründet worden. Ja. Noch älter sind übrigens auch die Städte. Also nicht Liquidation. Das heißt, primat die Bestandssicherung, den Bestand sichern unter wechselnden Bedingungen oder eben, ich habe eine gesellschaftliche Perspektive. Also ein Unternehmen ist dafür da, gutes Leben sicherzustellen, nämlich Güter in einem Markt zu allokieren, eben an die richtige Stelle zu bringen. Und das kann natürlich der Markt am allerbesten, die Güter an die richtige Stelle zu bringen, dass wir eben dort eben Prosperität haben. Klasse. So, jetzt möchte ich einen kleinen Sprung machen. Und ich weiß nicht, ob Sie den noch kennen, Joseph Weizenbaum. Joseph Weizenbaum war ein IT-Pionier und ich habe ihn selber mal kennengelernt und der hat 1966 ein kleines Computerprogramm geschrieben, ELIZA. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Also im Prinzip ist das ein Programm, ein ganz simpler Code. Ich kam auf dieses Programm, weil ich irgendwann so einen kleinen Rechner hatte und damals gab es noch keinen App Store, da musste man dann auch selber programmieren. Und dann habe ich also jetzt nur, was ich mal rausprobieren, was passiert und alles so. Und dann habe ich mal ELIZA nachprogrammiert. Und das Prinzip ist eigentlich immer, dass ich sozusagen aus einem Satz ein Verb rausnehme und darüber wieder eine neue Frage stelle. Das ist ein ganz simples Prinzip, ein ganz einfacher Algorithmus. Psychologenprinzip. Ne? Psychologenprinzip, ganz genau. Und dann habe ich diesen meinen kleinen Rechner Freunden gelegt. Und die konnten es alle gar nicht glauben. Die fingen auf einmal an, mit diesem Algorithmus zu kommunizieren, als wäre das der Psychologe. Und das fand ich völlig schockierend. Ja? Das heißt, es ist ein kleiner, dummer Algorithmus und die Menschen tun so, als wäre es Realität. Ich spreche dann auch gerne von als ob Realität. Es ist eine Fiktion dahinter, dass das System eine eigene hat. Das System verändert sich aber nicht. Nur ich verändere mich im Rahmen dieser Kommunikationsprozesse. Das heißt, ich passe mich dem System an. Und ist das nicht pervers? Und das ist eine menschliche Eigenschaft, die wir haben, dass wir uns eben, dass wir dazu neigen, uns solchen Systemen unterbewusst anzupassen. Ja, und dann gibt es Werner Kröberiel, diejenigen, die Wirtschaft studiert haben, kennen den noch alle, Marketing, Konsumentenforschung. Der hat 1972 mal so schön gesagt, nun ist die Freiheit des Menschen stets nur eine manipulierte Freiheit des durch seinen Mitmenschen koordinierten, abgerichteten Menschen. Behaviorismus muss man dazu sagen. Aber auch das mal, ich spreche Szenarien. Aber mal drüber nachzudenken, was bedeutet das eigentlich in diesem Kontext? Also das heißt, wenn ich sozusagen mich immer weiter den Systemen anpasse, und es gibt ja Manipulationsversuche, das kennen wir eben, Facebook ist ja mal durch die Presse gegangen an dieser Stelle, und wir alle machen das im Grunde genommen in dem Moment, wo wir Software schreiben, nämlich wir wollen nämlich unsere User dazu bringen, dass sie zum richtigen Zeitpunkt auf den richtigen Knopf drücken. Ja, es ist schon eine Manipulation, da fängt es schon an. Szenarien sind denkbar. So, ich habe jetzt ein Szenario gesprochen und ich möchte euch zum Schluss die Gretchenfrage stellen. Und die hat Andreas Zeug gestern schon gestellt. Nämlich, in welcher Welt wollen wir und unsere Kinder leben? Das ist die Frage, die wir uns ganz oben hinstellen müssen. Das ist ein Szenario. Und das kann man jetzt nochmal runterbrechen und sagen, okay, was bedeutet denn eigentlich gutes Leben, the next economy, next society? Wie schaffen wir eigentlich resiliente ökonomische Strukturen, die eben nicht gefährdet sind, dass es möglicherweise einen Zusammenbruch gibt, warum auch immer. Ja? Wie vermeiden wir neue Abhängigkeiten? Ja, wir haben uns mühsam in dem Prozess seit 1848 ganz viele Freiheiten erkauft. Und das, Freiheiten, ich habe was, was ich glaube ich gesagt, ist ein prekäres Gut. Das ist immer gefährdet. Ja? Also müssen wir daran arbeiten, dass das auch so bleibt.